Jo, willkommen meine Freunde zu Let's Play Hyrule Warriors. Ja, wir haben hier, diese Schlacht ist die Schattenebene, Twilight Princess, das Schattenreich. Und hier können wir nur Lana nehmen. Aber wir werden natürlich eine andere Waffe für sie benutzen. Und hier um die Skulltis kriegen, müsste man nicht normalerweise ihr Buch benutzen, aber das habe ich euch ja schon gezeigt. Also benutzen wir hier jetzt mal eine andere Waffe für sie. Und zwar den Stab. Der ist auch sogar empfohlen. Okay. Und da haben wir hier einen 8-Bit-Stab. Haben wir ihn. Wir haben keinen. Ein Siegel drauf, na gut. Ja, ich will mal kurz in den Bazar gehen. Mal Fähigkeit entfernen. Ja, ich stehe eigentlich jetzt nicht so viel. Ich mache mal hier das Material, brauchen wir hier mal kurz runter. Übertragen. Ja, Portal will ich euch auch noch irgendwann zeigen. Ja, das mag ich gar nicht so. Erfahrung. Ich habe eigentlich so wenig Stäbe, weil ich die alle verballert. Ja, den nicht. Wasser haben wir schon. Rubine. Ja, Wasser hat er schon. Eine Rubine drauf. So, hätten wir noch irgendwas Interessantes? Nee. Gut. Ja, doppelt belegt können wir es nicht, also könnte ich zweimal Rubine oder sowas drauf machen oder zweimal Sockel oder so, das geht nicht. Oder zweimal Combo, immer nur einmal pro Dingens. Ja, hier ist eine 2000er Fähigkeit versiegelt. 2000er, nicht so wahnsinnig. Interessante sind die mit 4. Es gibt halt maximal bis 5 und natürlich die 10.000er Siegel, aber mit 5, ja. Die haben oft auch negative Seiten dabei, aber mit 4, da sind ganz interessante dabei, wie Überzahl oder Schnellangriff oder Normalangriff plus oder solche Dinge. Ja, Wasserbonus verlängert die Dauer des Schadens über die Zeit. Was? Lana hat Trainingsraum 101. Ja, das belassen wir mal dabei. Das dürfte reichen für diese Schlacht. Die Medaillen haben alle Charaktere. Habe ich euch bei Lana eigentlich die Kostüme schon mal gezeigt? Ja, hier hat sie so ein grün-rotes an. Finde ich ganz sexy. Ja, hier, das ist an Ariel angelehnt natürlich. An Zia angelehnt und Lohul, ja, weiß ich nicht, ob das an Zelda oder so angelehnt sein soll. So ein bisschen weiß-rosa. Dann haben wir hier Deku-Schal, da hat sie ihr normales halt, ihr, wie gesagt, ihr normales ist blau-weiß mit so einem Deku-Schalen-Ding, was auch nicht besonders gut aussieht. Ja, hier, das gab es als DLC mit mal dabei. Lana als, okay, und wie gesagt, viele haben halt gesagt, warum Lana nicht. Warum nicht Torkid selber als Charakter dabei ist? Jetzt ist es dabei. Ja, hier blau-grün. Hüterin der Zeit. Das ist ihr originales aus. Ja, da kommen wir später noch zu. Was das damit auf sich hat. Hätte ich euch jetzt vielleicht noch nicht zeigen sollen, aber. Und ja, ein schwarzes. Oder soll das eher ein Zier angelegt sein? Ich weiß es nicht. Ja, ich denke mal, ich werde ihr. Oder wollen wir mal. Ach, wir nehmen das. Und die ändert auch ihre Haare, hier ist zum Beispiel blond, hier hat sie grünere Haare, normalerweise hat sie blaue. Ich denke, wir werden mal dieses nehmen, das gefällt mir aber ganz gut. Den Stab, den hier unten. Zwei Elemente, die hat Wasserlicht. Lana stepped through her portal and found a jarring sight. Wherever she looked, the kingdom was consumed by shadow. Though she knew of the Twilight Realm, she had never seen it firsthand.
Lana's sorcery could not reveal who or what was causing the twilight to cover Hyrule so completely. She soon came upon a small village beset by monsters. Her mission to close the Gate of Souls would have to wait. Ja, das Dorf, hier auf der Karte unten rechts angesiedelt, erinnert so ein bisschen an Kakariko aus Twilight Princess, natürlich, weil es ist ja Twilight Princess. Ja, wir können mal gucken, Schlachtfeld. Ja, wir haben die Heiratsmänner und noch eine unbekannte Dorfbewohnerin. Ja, der Feind hat fast alle Festungen aus unserem Hauptquartier. Da durfte dann der Herzcontainer drin sein, der Herzteil. Und ja, der Feind hat Sia, Arealfoss. Ich glaube, die hatten wir auch noch gar nicht, ne, im Let's Play, die ganzen Arealfoss. Da gibt es auch noch später Feuertypen von. Aber das ist noch nicht alles. Ja, Charakter, wir können mal gucken. Hier. Siege Midna. Ja gut, jetzt habe ich schon geguckt. Ein bisschen gespoilert. Bevor Sia flieht und erobere alle Festungen. Jo, auch nicht so einfach. Ja, die meisten schweren Skulpturen sind hier wirklich nicht einfach. Da muss man wirklich schon ein bisschen sich Mühe geben und sich strategisch vorgehen. Wir sehen hier diese, wie in der Twilight Princess, diese Barrieren. Ja, sie kann hier der Schleuder schießen. Kann sie noch? Was? Hä? Also ein Aufwärtshaken mit, ah ja, dem Dekublatt. Und hier so eine Welle. Andere, ah ja, ein Windstoß. Wenn man den ganz ausmacht, das ist sogar ein guter Angriff mit dem Eis. Wenn man nur den normalen Angriff benutzt, dann benutze ich meistens hier auch nur den normalen Angriff. Ja, wir müssen jetzt die Dorfbewohnerin retten. Ja, der Lana, die im Stab ist Uni unbedingt mein so ganz großer Favorit. Aber das ist eine andere Geschichte. Weiß nicht, ob Aglette auch theoretisch jetzt sterben könnte. Später kann sie es auf jeden Fall. Eigentlich habe ich schon gesagt, wer es ist, nicht wahr? Es ist Aglette natürlich, die auch als Charakter dabei ist. Hier sind Bogenschützen. Spätestens jetzt hätten wir es sowieso gewusst. Ja, hier hat sie ihr Zauberbuch als Waffe, obwohl ich natürlich das Zauberbuch gar nicht habe, das auch nicht empfohlen ist. Ja, alles in Ordnung. Ja, mein Name ist Agnetta. Und wer bist du? Ich bin Lana. Ich bin auf der Suche nach dem Seelenportal. Aber ich weiß nicht so recht, wo ich suchen soll. Seelenportal, das sagt mir nichts. Ja, sie ist ein bisschen naiv, wissen wir ja. Sie ist halt die Käfersammlerin aus Twilight Princess. Aber ich kann dich überall hinbringen. Wie würdest du das anstellen? Ja, sie hat ja einen besonderen Schmetterling. Mit dem Schmetterling der Göttin. Er wird durch das Schattenreich, uns durch das Schattenreich führen. Ja, ich glaube, das ist ein Anspiel auf Schmetterlinge, die man in Skyward Sword fangen kann. Da gibt es ja auch die Option, dass man Insekten fangen kann. Und unser erster Arealfoss-Typis. Schwachbundangriff, Mini-Deku-Baum. Ein starker Angriff ist übrigens, da pflanzt du einen Baum. Spezialangriff können wir auch mal angucken.
Da kommt der richtige Deku-Baum und frisst alle Gegner auf. Natürlich wieder Dekuranas. Ja, das ist ja ein bisschen komisch mit den Typen, die sich hier sich von so einem kleinen Typen immer ablenken lassen und hier eigentlich auch gar. Was später auch sehr negative Folgen haben kann. Weil, oder was, manche Schlachten, weil es gibt. Ja, die Möglichkeit habe ich euch, glaube ich, auch schon gezeigt. Oder? Ich weiß nicht. Ja, die Charaktere, die man benutzt, zu an bestimmte Orte zu schicken, was in bestimmten Schlachten wichtig ist, um halt Zeit zu sparen, dass man da nicht hinlaufen muss und so weiter. Oder um Leute zu beschützen. Aber kann sein, dass die sich durch irgendwelchen Schwachsinn einfach ablenken lassen und dann nicht da sind, wo man so braucht. Und dann denkt man, what the heck, dann denkt man, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss ich den schnell übernehmen. Aber dann ist man ganz woanders auf der Karte und dann denkt man, what the heck? Ah, komm hier jetzt. Komm, Agnetta, ey, hör jetzt auf, mach uns die scheiß Tür auf, ey. Mann, ey. Ja, die halten sich an so einen kleinen scheiß Gegnern auf und es kann manchmal richtig nervtötend werden. Ne, oder wenn man so Spezialisten oder sowas eskortieren soll. Manu, kommt doch mal hier. Ja, hier sind die Bosse der Schattenwelt, sind die Schattengegner, in dem Fall Arealbosse. Es gibt ja auch für jeden Gegner einen Schattengegner. Also können als Schattengegner auftreten. Also die großen, also Arealbosse, Nimbusgarden, Hexafos und so weiter, können alle, auch die Charaktere, also Lana, Link, Zelda und so weiter, die können alle auch als Schattengegner auftreten. Jetzt wird der Schattenbereich hier gelöscht. Aber das kann wiederkehren, wenn der Gegner die Festung wieder erobert. Kann das noch wiederkehren. Kommt ihr jetzt mal hier oder was? Wie gesagt, das kann schon ganz schön frustrierend sein, wenn jetzt man einen Typen irgendwo hinschickt und sagt, ne, dass er da aushandelt, zum Beispiel, wenn man die Skulti holen will oder so, die, wo man weiß, die erscheinen dann da irgendwann jetzt, das muss ich noch rechnen. Kann er denn jetzt mal irgendwie weitergehen? Nein. Ja, das ist der Schmetterling. Da seht ihr die Nimbus-Garten, und jetzt auch gleich zum ersten Mal. Und hier ist unsere verwunschene Mittner. Die hat den Schmetterling gefangen. Lass ihn frei, wir brauchen ihn. Wozu? Damit herumfliegen. Und meine Truppen angegriffen werden? Wie? Ich kann dir versichern, dass er nicht zu den toxischen Bipidopra gehört. Also wahrscheinlich Schmetterling. Also den Schmetterling der Göttin. Die behutsam Bittes wollte sich überall hinführen. Es ist ein Schmetterling voller Geheimnisse. Ganz gleich, wo ich hin will, ja? Ey, Schmetterling, bring mich zu diesem Hexenscheusal. Du liebe Güte, was machen wir jetzt? Ja, wir müssen natürlich weiterkämpfen. Jetzt haben wir gelbe Truppen, haben wir auch schon. Nimbusgarden, ja. Auch immer starke Gegner, in dem Fall, wie gesagt, die aus natürlich Twilight Princess, ganz klar. Ja, hier sieht er den Wasserschaden. Auch die gibt es natürlich als Dunkelvariante.
Und das Problem ist, die können auch ihr Schwert zum Beispiel sperren und so weiter. Und ja, aber die sind hier in diesem Spiel im Grunde keine wirklich schweren Gegner und so will, also. Ups, hier. Ja, hier haben wir einen richtig starken Area was dabei. Er ist tot. Er gehört zu den Hauptleuten, die man besiegen muss, um die Schlacht zu beenden, glaube ich. Jetzt kommt wieder ein Dunkel. Die Arealforce, glaube ich, gab es ja auch zum ersten Mal in Twilight Princess, glaube ich. Nicht wahr? Vorher gab es diese Gegnerart noch nicht. Mann, ey, sind ja so viele Nimbus gerade. Ja, wie gesagt, in bestimmten Animationen sind die Gegner fast kaum bekämpfbar. Da fliegen die dann nicht weg und da kann man auch kaum Schaden zufügen und so. Das ist ganz fürchterlich. Ah, hier ist Midna, okay. Ja, hier hat sie jetzt eine rote Aura, die ist noch schlimmer als die Super Saiyajin Aura. Nenne ich gerne Super Saiyajin 4 Aura, weil Super Saiyajin 4, da wird ja Son Goku ganz rot. Ich glaube, er hat auch, weiß nicht, ob er eine rote Aura hat, aber da hat er so ein rotes Fell und so. Ja, wie gesagt, ist inzwischen ja nicht mehr, wie sagt man, Kanon. Die GT-Saga. Viele fanden die GT-Saga irgendwie nicht so toll. Was ich nie verstanden habe, warum. Ich fand das immer cool. Nee, hier nicht lang. Ja, ich glaube, wir haben jetzt mit einer vertrieben. Bevor sie mit einer, bevor sie sie angreifen konnte. Hier haben wir diese Boss-Blinds, Boko-Blinds, ich glaube Boko-Blinds hießen die hier. Die dicken, da gab es ja diesen Boko-Blind-König in Feierprinzess, gegen den man öfter mal antrinken musste. Oh, am Boss-Blatt. So. Hä? Ja, ja, keine, wollte ich verarschen. Hier ist eine Truhe, hier müsste natürlich dann. Ist ja auch noch da. Okay, jetzt hat sie eine andere Aura. Okay, war vielleicht ein bisschen weit weg, das wird sich ganz gefangen, oder doch? Okay, sie ist abgehauen. Ja, wenn die Gegner die Super Saiyan 4 Aura, also diese rote Aura haben, das ist wirklich abartig stark. Also dann nehmen sie sehr wenig Schaden, können auch unter Umständen extrem viel austeilen und man kann sie halt auch nicht wegschießen oder. Die haben tatsächlich gesagt, da war der Jakin laut Anzeige gar kein Gegner drin.
auch. Oh Gott, hier ist irgendwas los. Oh oh. Hier ist das Haus. Warte mal, ich muss hier erstmal eben retten. Gucken, wie weit ich denn. Man stirbt doch mal. Ja, diese Gegner mit dieser roten Aura, die waren vor allem damals in 3DS und Wii U sehr krasse Gegner, weil die konnten natürlich relativ simpel dir die 10 Herzen locker wegkloppen, ohne dass du da viel gegen ausrichten konntest. Da musste man immer vorsehen, wenn man gegen die kämpfen musste. Der Rest wird ja wohl alleine schaffen, oder? Ich muss hier weiter. Wir müssen jetzt natürlich Midna besiegen. Die da oben an der Eldin-Brücke ist. Hier ist irgendwo ein Gegner, den ich nicht sehe. Wo ist der da? Eine Nimbus-Garde. Und wie gesagt, ja, Dragon Ball, wie gesagt, GT hat vielen nicht gefallen. Das ist super. Dragon Ball sieht super, da habe ich wenig von gesehen, ein paar Ausschnitte im Internet oder so. Aber ich habe, wie gesagt, was mich hier extremst irritiert hat, war ja die Synchronisation wie Vegeta, der hat ja jetzt eine total komische Stimme. Also da war ich ja extrem geschockt, also im Deutschen zumindest. Da war ich ja wirklich richtig geschockt, als ich die Stimme gehört habe damals. Als ich das mal jetzt wieder irgendwann im Internet da unten auch schon von irgendeinem Video oder sowas gesehen habe. Was haben sie da schon wieder erobert? Hier war irgendwo. Sind aber die Nimbus gar hier weg. Die erobern uns alle. Manche Gegner muss man aufpassen, manche Gegner wirklich. Kann auch vorkommen, dass wirklich manche Gegner. Ich meine, die jetzt hier nicht so, aber. Warte, er ist weg. Hat die weggeblieben. So. Oh, jetzt ist hier drin wieder einer. Wollte mich dann total verarschen. Die manchmal extrem zielgerichtet zu bestimmten Orten oder Gegnern hinlaufen. Da muss man auch manchmal sehr aufpassen. Die lassen sich dann kaum aufhalten. Die kann man, auch wenn man sie angreift oder sonst was, bleiben die kaum stehen und kämpfen mit ein. Die rennen einfach stur weiter, wenn sie irgendwo hin wollen. Kann in manchen Abenteuerschaften auch sehr, sehr nervtötend sein. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, Freunde. Warum das so ist, warum sie bei für Vegeta so einen komischen Synchronsprecher ausgewählt haben, ob sie keinen besseren gefunden haben oder was. Aber das passt gar nicht eigentlich zu dem Charakter, den man von Vegeta eigentlich gewöhnt ist. Wie gesagt, was die GT-Reihe, wie ich glaube die Original-Dragon Ball-Reihe, die nur Dragon Ball heißt, da habe ich, ja, nicht alle Folgen, aber sehr, sehr viele von gesehen. Die meisten. Und Z auch. Dragon Ball Z, da gab es ja auch, glaube ich, 200 Folgen oder so, nee, 200 Folgen. Da habe ich auch sehr, 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 sehr viele von gesehen. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Ja, wir haben unsere Midna, die wurde jetzt nochmal introduced. Wie ja, bei der Z-Serie hat mich vor allen Dingen gestört, dass die Kämpfe so arsch in die Länge gezogen wurden. Über etliche Folgen mit Freezer oder so, ja. Prinzessin der Schatten mitten. Und ja, sie hat einen Wolf dabei, Wolf Link. Ja, sie ist hier auch wieder rot. Was haben sie da auch schon wieder erobert? Oh. Hä, wie erobern die denn so schnell? Ich weiß gar nicht, wo hier der Felsen war. Jetzt wird noch was tot. Also soll ich noch mal das zurückerobern? Ach komm, Freunde, wir machen mit einer Fertigung. Jetzt hat sie bloß noch. Ich meine, wenn sie ganz erobern würde, dann würde ihre Aura ganz weg sein. Ich weiß es nicht. Okay, sie ist besiegt. Das war's. Ja, aber hätte jetzt noch mal die Ohren können. Da müssen noch mal welche unterwegs sein. Ich hab doch
alle besiegt, trotzdem waren nur, konnte, hat die so viele gerufen, manche können halt immer neue rufen. Könntest du bitte später nicht zurückgehen, Agnetta, ja. Ja, Agnetta finde ich auch sehr skurril Charakter. Hier, ihr steckt also wirklich nicht mit der Hexe unter. Nein, wir versuchen sie aufzuhalten, dafür müssen wir zum Seelenportal. Ich komme mit, ich habe noch ein paar Dinge mit ihr zu klären. Ja, das haben wir auch mit nach auf unserer Seite. Der Sieg ist unser. Ja, dann Lanas. Habe ich eigentlich bei Darunia die Zähne gezeigt, wie er feiert? Weiß ich gar nicht, oder habe ich die abgebrochen? Kann sein, dass ich die abgebrochen habe. Wenn ja, tut mir das leid, dann zeige ich nochmal irgendwann. Weil die ist doch sehr lang und sehr nervtötend, weil ihr erinnert euch in Ocarina of Time, den Tanz, den er da gemacht hat, von ihm Salias Melodie vorgespielt hat, den führt er hier noch mal in voller Länge aus. Gut, mal gucken. Ja, 5 Waffen. Wieder ein Dreizack für den Gendorf, ein Stab. Ja, man kriegt immer die entsprechende Waffe für den Charakter, der kriegt man wahrscheinlich mit 100%iger Wahrscheinlichkeit in irgendeiner Stärke. Ja, die Armbrust für Linke, ja, die Schwerter, Schuppen, alles. Da brauchen wir alles im Grunde nicht. Wir brauchen, wenn, dann brauche ich nur noch ganz starke Waffen. Aber die kriegt man hier in den einfachen Schlachten natürlich nicht. Ja, hier haben wir das Nimbusgard-Schwert, das ist natürlich Silberlud von der Nimbusgard und mit Nassar. Ja, ihr Goldlud wäre. Was war denn nochmal die Maske, glaube ich? Ihre Maske. Wäre ihr Goldlud. Ja, das ist halt Bronzen-Loot von den Nimbusgarden. Ja, ihr seht 559 davon. Arealfrist geht auch über 500. 979 Metallplatten. Also fast Maximum. Hier haben wir Bienenlarven. Eiwohl Grundel. Grünkieme und Käse. Ja, das nächste Mal werden wir uns mit dem Schattenpalast beschäftigen. Hier ist Blitz empfohlen. Ja, hier, ich weiß jetzt gar nicht, wo da der Felsen war, der das Herz da verborgen hat. Könnte wetter sein, dass man das noch gar nicht kriegen konnte, theoretisch. Und dann, weil die Waffe, die man, also das Item kriegt man erst hier. Hier haben wir, ja, wie gesagt, Midna. Die werden wir auch nehmen, natürlich. Die hat einen sehr coolen Angriff, den ich sehr, sehr gerne benutze. Und ja, nicht wahr? Im nächsten Part werden wir uns die Schlacht anschauen. Und ja, ihr könnt euch natürlich denken, wer da auf uns warten wird. Als Boss, als Gegner. Und naja, also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.